Hallo und willkommen zur Serie Einsteiger-Tutorials zur Produktion elektronischer Musik. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen Classic House Track produzieren könnt. Wir sehen hier die Spuren für die verschiedenen Instrumente und eine Vocalspur sowie verschiedene Effekte auf den Spuren. Ich werde euch nun Schritt für Schritt erklären, wie ihr diesen Track bei euch zu Hause selbst nachbauen könnt. Um das Projekt zu öffnen, das ich euch zur Verfügung gestellt habe, öffnet Waveform, klickt links oben auf Projects und dann auf Open Project. Danach müsst ihr dorthin navigieren, wo ihr den Projektordner abgespeichert habt und dort die Datei Classic House Tutorial Preparation.traction öffnen und anschließend noch auf Edit 1 doppelklicken. Wie ihr seht, sind die Vocals bereits geladen, sowie eine Spur namens Sidechain, dazu später mehr. Außerdem habe ich bereits Marker eingefügt, die uns die verschiedenen Parts des Tracks anzeigen. Erstellt als erstes eine neue Spur, nennt diese Drums, und ladet dort das Plugin Micro Drum Sampler rein. Die Sounds des 909 Drum Computers von Roland sind absolute Klassiker und mit am typischsten für House Music, daher entscheiden wir uns für das Micro 909 Drum Kit. Hier habt ihr jetzt ein Drumkit mit verschiedenen Sounds, die ihr individuell anspielen und programmieren könnt. Wenn ihr ein MIDI-Keyboard angeschlossen habt, könnt ihr das Drumkit auch damit spielen. Erstellt jetzt beim Drop des Tracks einen MIDI-Clip und verlängert diesen auf 2 Takte. Eventuell müsst ihr dafür noch ein wenig hineinzoomen, bis ihr diesen Pfeil sehen könnt. Öffnet dann den MIDI-Editor und scrollt zur MIDI-Note C2, da sich dort die Drum-Sounds befinden. Außerdem solltet ihr noch Length und Snap auf 1/4 Beat einstellen, da wir keinen kleineren Wert als eine 16. Note eingeben wollen. Gebt nun per Doppelklick die Noten für euren Beat ein. Eine Kickdrum auf jede Viertel, eine Clap auf 2 und 4 und eine Open Hi-Hat auf jeden Offbeat. Und kopiert das Ganze dann auch in den 2. Takt hinein. Die Hi-Hat klingt jetzt noch in jeden ihr folgenden Onbeat hinein, was dem ganzen Pattern ein wenig rhythmische Präzision nimmt. Um das zu verhindern, brauchen wir sogenannte Choke Groups. Öffnet dazu das Drum-Plugin und wählt die Open Hi-Hat aus. Wenn ihr auf dieses Menü klickt, könnt ihr die Open Hi-Hat einer Choke Group zuweisen. Nehmen wir einfach die 1. Das gleiche müsst ihr jetzt noch mit der Closed Hi-Hat machen und diese dann im MIDI-Editor auf jede Viertel einsetzen. Jetzt stoppen sich die beiden Sounds nämlich gegenseitig ab, was uns erlaubt, die Hi-Hat realistischer zu programmieren. Da man diesen neuen Sound aber jetzt auch hören würde, ziehe ich die Anschlagsstärke bzw. Velocity, also quasi wie hart der Drummer das Becken anschlagen würde, im Fenster darunter gerade so ein wenig über 0. Das ist allerdings vom persönlichen Geschmack abhängig. Unser Drumloop klingt auf jeden Fall jetzt so. Ein anderes wichtiges Merkmal bei House Beats sind Akzente auf den 16. Zählzeiten durch perkussive Sounds, wie zum Beispiel Rim und Snare. Absolut typisch ist eine Snare auf der letzten 16. eines Patterns. Ich füge außerdem noch das Rimshot oder Sidestick Sample hier und hier ein und gruppiere das auch noch in den 2. Takt. Ich will den Sidestick aber eher im Hintergrund haben, deswegen ziehe ich seine Velocity auch hier ein wenig nach unten, ungefähr bis hierhin. Um noch mehr Drive reinzubekommen, fügen wir noch einen Shaker hinzu. Erstellt also wieder eine Spur und nennt diese Shaker. Öffnet dann den Projektordner, dort den Ordner Imported, zieht den Shaker Loop per Drag and Drop in das Projekt und klickt dann auf Cursor Position.
Es kann sein, dass der Loop nicht direkt an der gewünschten Position eingefügt wird. Ihr müsst also eventuell kurz auf der Spur danach suchen. Ich will jetzt den Drum Loop auf insgesamt 4 Takte verlängern. Deswegen kopiere ich den MIDI-Clip, füge ihn in Takt 35 ein und verbinde die Loops zu einem zusammengehörigen Clip. Dazu wähle ich beide aus, klicke damit rechts auf einen von beiden und wähle unten Merge aus. Jetzt habe ich den 2-Takt-Loop auf einen 4-Takt-Loop verlängert und füge außerdem noch ein Crashbecken auf die 1 des ersten Taktes ein und verlängere auch den Shaker-Loop auf 4 Takte. Mit den Vocals zusammen klingt alles, was wir bis jetzt haben, so. Okay, rhythmisch passt alles, aber die Vocals klingen sehr trocken. Was wir hier brauchen, sind Reverb und Delay oder auf Deutsch Hall und Echo. Diese beiden Effekte können einem Sound eine gewisse Tiefe und Natürlichkeit geben, weil es rein trockene Geräusche in der echten Welt eigentlich nicht gibt. Fügt als erstes das Delay auf der Vocalspur ein. Mit dem Regler Length könnt ihr die Zeit einstellen, die vergeht, bis das Echo erklingt, mit Feedback, wie oft der Echo-Sound wiederholt wird, bis er nicht mehr hörbar ist, und mit Mix, wie stark ihr das neue Echo-Signal mit dem originalen trockenen Sound mischen möchtet. Hören wir uns mal an, wie die Vocals mit den Standardeinstellungen des Delays klingen. Okay, das ist auf jeden Fall zu viel. Typisch für House ist ein Echo, was alle 3/16 wiederholt wird. Stellt deswegen die Time per Rechtsklick auf 3/4 Beat. Feedback können wir so lassen, wie es ist, und stellt den Mix auf 7% Wett, da das Signal nur subtil erklingen soll. Okay, perfekt. Fügt als nächstes hinter dem Delay den Reverb ein. Hier habt ihr ein paar mehr Einstellmöglichkeiten. Room Size ist ziemlich selbsterklärend und simuliert größere oder kleinere Räume. Damping bestimmt, wie dumpf oder brillant der Hall klingt. Wet und Dry sind hier nicht in einem Mixregler vereint, sondern voneinander getrennt, was eine etwas feinere Kontrolle ermöglicht, aber den gleichen Zweck erfüllt. Width und Freeze sind für dieses Tutorial jetzt nicht relevant. Okay, ähnlich wie beim Delay ist der Effekt zu stark zu hören, aber gleichzeitig für meinen Geschmack zu brillant und zu klein. Ich stelle deswegen die Room Size auf 7, Damping auf 100%, um den Sound dumpfer zu machen, Wet auf -7 dB und lasse Dry so wie es ist. Jetzt klingt alles zusammen so. Perfekt. Wie ihr merkt, haben die Vocals mit wenig Delay und Reverb schon viel mehr Kontext und Natürlichkeit bekommen. Machen wir mit den Akkorden weiter. Erstellt eine neue Spur, nennt sie Chords, und ladet das Plugin FM Synth und darin das Preset Electric Piano Pad rein. Die Vocals sind in H-Moll, deswegen müssen wir die Akkorde natürlich auch entsprechend schreiben. Abgesehen davon haben wir ziemlich freie Hand. Oft macht es Sinn, zuerst nur den Rhythmus einzugeben, den man sich vorstellt, und sich danach die genaue Akkordfolge zu überlegen. Ich mache das in dem Fall mit einem einfachen H-Moll-Dreiklang und skizziere den Rhythmus am Keyboard. Da mein Timing nicht ganz exakt war, muss ich die Noten erst einmal quantisieren. Wenn ihr kein Keyboard habt, könnt ihr die Noten natürlich wie beim Drumbeat vorhin auch per Maus eingeben. Am Ende sollten die Akkorde erstmal so klingen. Als nächstes müssen wir ein wenig Variation einbauen. Ich verschiebe dafür ein paar Noten im zweiten Takt und füge außerdem noch ein paar hinzu. Gut, die Akkorde klingen mit allem zusammen jetzt so. Okay, verlängert jetzt den 2-Takt-Loop wie vorhin beim Drumbeat auf einen 4-Takt-Loop. Als nächstes müssen wir uns dann noch für eine Akkordfolge entscheiden. In diesem Fall mache ich etwas für House Music sehr Typisches. Und zwar verschiebe ich ein und dasselbe Voicing an einzelnen Stellen einfach woanders hin. Bewegt dafür die Akkorde also hier auf die 3. Stufe, im 2. Takt auf die 7. Stufe
und fügt dann noch einen chromatischen Zwischenschritt ein. Alle Akkordtöne sind jetzt noch genau eine 1/16 lang, was leider schon zu lang ist, weil dadurch eine leicht träge Wirkung im Groove entsteht. Außerdem fehlt Abwechslung. Wählt deswegen alle Akkordnoten aus, geht auf Length und begrenzt die Länge der Noten auf ein 1/6 Beat. Verlängert noch den letzten Akkord am Ende vom zweiten und vierten Takt, jeweils bis zum nächsten Taktanfang. Hört jetzt genau hin und merkt, wie die Akkorde nun mit dem Groove zusammenarbeiten. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass die Chords genau wie die Vocals vorhin ein wenig trocken klingen und ebenfalls von Delay und Reverb profitieren könnten. Das werden wir aber später machen, wenn alle Spuren eingegeben sind und wir beim Mixing angekommen sind. Machen wir mit dem zweitwichtigsten Element von Dance Music weiter, dem Bass. Tatsächlich gibt es viele Tracks, die fast ohne Akkorde auskommen. Das hängt auch teilweise vom Stil ab. Bass muss aber immer sein. Fügt als erstes auch hier wieder eine Spur ein, nennt diese Bass und wählt auch hier den FM-Synth aus. Als Preset benötigen wir Square Bass. Kopiert jetzt einfach als nächstes den Akkordclip und fügt ihn in die Bassspur ein. Löscht jetzt noch die obersten beiden Akkordtöne, sodass nur noch der Grundton übrig bleibt. Hören wir uns den Bass mal an. Okay, das ist natürlich nicht so ganz das, was wir uns vorstellen. Konkret gesagt klingt der Bass sehr metallisch und unangenehm und außerdem auch sehr kurz. Das können wir aber beides im Synthesizer direkt beeinflussen. Öffnet also wieder das Plugin, dann seht ihr alle Einstellmöglichkeiten. Für jetzt genügt es, wenn ihr die untersten vier Regler als Steuerzentrale versteht, mit der man beeinflussen kann, wie der Bass seinen Klangcharakter über Zeit verändert. Der Init-Regler bestimmt dabei, wie aggressiv der Bass zu Beginn einer Note klingt. Wenn ich diesen nach unten bewege, klingt der Bass sofort weicher. Sustain funktioniert ähnlich, nur bestimmt dieser Regler das Level, das nach einer gewissen Zeit erreicht wird. Wie schnell dieses Level erreicht wird, können wir mit Decay beeinflussen. Chorus etwas weiter oben lässt uns einen Oberton bestimmen, der aus dem Klang etwas hervorsticht. Der linke Release-Regler bestimmt in dem Fall, wie schnell der Sound abklingt, nachdem ich die Taste des Keyboards losgelassen habe. Der rechte Regler bestimmt in diesem Fall das Abklingen des aggressiven Klangcharakters, was man aber nur sehr subtil hört. Hören wir uns die Bassline jetzt mal an. Sehr schön, das klingt schon viel weicher und viel mehr dem Stil entsprechend. Mit allem zusammen klingt es so. Der Bass klingt jetzt gut, aber wir haben immer noch gewisse Lücken im Klang. Dafür bieten sich natürlich Bassfills an. Öffnet also den MIDI-Editor für den Clip und fügt am Ende des ersten und dritten Taktes ein paar Noten ein. Meine Bassline klingt im Kontext jetzt so. Nice, das klingt für mich schon ganz gut. Nur klingt der Beat immer noch sehr steril und geradlinig. Was wir hier brauchen ist Swing. Waveform Free bietet dafür ein sehr nützliches Tool an, nämlich die Groove-Funktion. Wenn ihr alle Noten der Bassline auswählt und dann hier auf Groove klickt, könnt ihr nun verschiedene Phrasierungsmöglichkeiten auswählen. Nehmt einfach Basic 16th Swing und stellt die Stärke auf 50%. Wenn ihr reinzoomt, könnt ihr jetzt sehen, dass jede zweite 1/16 ein kleines bisschen nach hinten verschoben wurde und wir dadurch den gewünschten Swing bekommen. Vorher klang das so. Jetzt haben wir Folgendes. Deutlicher wird das Ganze, wenn wir den Swing auch auf die Akkorde und den Drumbeat anwenden. Das funktioniert natürlich genauso. Wählt die jeweiligen Clips mit den entsprechenden Noten aus, geht auch hier auf Groove und nehmt auch hier die Phrasierung Basic 16th Swing. Alles zusammen klingt jetzt so. Das letzte Element, was noch fehlt, ist ein sogenannter String- oder Drone-Sound. Solche Sounds können im Verlauf des Songs noch einmal eine Steigerung der Energie herbeiführen.
Fügt also wieder eine neue Spur hinzu, nennt diese String und wählt den 4 Oscillator Synth aus. Nehmt darin das Preset Strings 16th WMF. Macht den Sound jetzt unbedingt deutlich leiser, damit euch nicht gleich alles um die Ohren fliegt und ihr alles überdeckt. Circa minus 27 dB sollten reichen. Gebt jetzt noch eine lange Note über die gesamten 4 Takte hinzu. Diese sollte natürlich zu allen Akkorden passen. Da ich H-Moll, D-Moll und A-Moll habe, entscheide ich mich einfach für das D7. Ich nehme unter anderem auch deswegen diese hohe Oktave, da wir in dieser Höhe abgesehen von den Hi-Hats noch keine Sounds haben und es für einen vollen Mix wichtig ist, das gesamte Frequenzspektrum abzudecken. Mit dem Stringpad haben wir jetzt alle Elemente für unseren Drop zusammen. Hören wir zum Abschluss noch einmal alles an. Wie genau dieser Sound im Verlauf des Tracks eingesetzt wird, werde ich im zweiten Teil dieser kleinen Videoreihe behandeln. Außerdem werden wir uns noch um das Arrangement und den finalen Mix kümmern. Vielen Dank fürs Zuschauen.